Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Automobilstandort Baden-Württemberg steht an einem Wendepunkt. Unsere Zukunft wird geprägt sein von Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung. Diese Transformation bedeutet nicht nur einen umfassenden technologischen Wandel, sondern bringt auch tiefgreifende strukturelle Veränderungen und neue Lieferketten und Geschäftsmodelle mit sich. Elektrifizierung und Digitalisierung verändern die gesamten Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsprozesse. Neue Wettbewerber aus Nordamerika und Fernost und immer kürzere Innovations- und Marktzyklen fordern die etablierten Akteure heraus. Als Wiege des Automobils und als einer der weltweit führenden Standorte für Automobiltechnologie ist Baden-Württemberg grundsätzlich gut gerüstet, um in diesem Transformationsprozess eine Vorreiterrolle einzunehmen. Die Kooperationsstruktur und Innovationskraft unserer Region, die von einer engen Vernetzung zwischen Automobilherstellern, Zulieferern, Dienstleistern und Forschungseinrichtungen geprägt ist, bietet eine solide Basis für die Bewältigung des Wandels. Die Politik hat klare Ziele formuliert, die bei der Förderung von Elektromobilität und erneuerbaren Energien den Rahmen für den Transformationsprozess setzen. Herausforderungen wie die großen aktuellen geopolitischen Veränderungen, massiv gestiegene Energiekosten und der Fachkräftemangel erhöhen die Komplexität bei der Bewältigung dieses Wandels. Und dazu zählen auch Belastungen wie etwa die im Rahmen des REACH-Prozesses derzeit verfolgten Stoffverbote. Ich denke hier nur an das im Frühjahr vorgeschlagene weitgehende Verbot von PFAS-Substanzen, das auch immense Auswirkungen auf den Bau von Lithium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen hätte. Und weit darüber hinaus. Die Strukturstudie 2023 unserer Landesagentur E-Mobil BW erscheint genau zum richtigen Zeitpunkt. Liefert sie doch wichtige Impulse, um auf die geänderten Rahmenbedingungen und neue Herausforderungen zu reagieren. Sie bietet eine wissenschaftlich fundierte Analyse der Auswirkungen dieser Veränderungen auf Wertschöpfung und Beschäftigung bei uns in Baden-Württemberg. Die Studie beleuchtet aber nicht nur die Herausforderungen, sondern sie zeigt auch die Chancen, die sich aus der Transformation ergeben, auf. Sie dient somit als wichtige Informationsquelle für ein breites Spektrum an Akteuren, von der Industrie über die Politik bis hin zur Zivilgesellschaft. Und sie formuliert adressatengerechte Handlungsempfehlungen für eine langfristig erfolgreiche Transformation unseres Automobilstandorts in Baden-Württemberg. Trotz der Komplexität und der mehrdimensionalen Herausforderungen, die der Transformationsprozess mit sich bringt, bleibe ich optimistisch. Baden-Württemberg, wir haben die einzigartige Gelegenheit, unsere Stärken, einschließlich unserer hochqualifizierten Fachkräfte, unserer exzellenten Hochschulen und Forschungseinrichtungen und unserer starken industriellen Basis, diese zu nutzen, um eine führende Rolle in der zukünftigen Mobilitätslandschaft zu wahren und auszubauen. Gemeinsam können wir diese grundlegende Transformation erfolgreich für die Menschen hier im Land, für die Umwelt und das Klima gestalten.